Nachdem Tammo und Peter einiges über ihre Zukunft erfahren haben, wartet auf den Pferdeheilkundler nun der schwierigste Patient der Reise. Zu Beginn seiner Tour hat Tammo bereits einem Pferd des Geschäftsmannes helfen können. Nun braucht auch ein zweites dringend seine Hilfe. Der Geschäftsmann hat Guy Chimge kontaktiert und freut sich über einen erneuten Besuch des Knochenbrechers. Tammo, hallo. Hier wartet auf Tammo ein besonders heftiger Fall. Dieses Pferd ist am Ende seiner Kräfte. Es hat ein Magen-Darm-Problem, so die Diagnose des Besitzers. Doch der wahre Grund für den Zustand des Rennpferdes liegt ganz woanders. Tammo setzt all sein Wissen und seine Erfahrung ein und macht sich auf die Suche. Es ist eines meiner Lieblingspferde. Es geht ihm wirklich nicht gut. Seit seinem zweiten Lebensjahr hat es an verschiedenen Rennen teilgenommen und es hat auch Preise gewonnen. Das ist so ein bauchkrankes Pferd. Guck mal ins Maul, wie blass der ist, Peter. Finger einfach reinstecken an der Seite. Schneeweiß. Den geht das nicht gut. Nein, den geht's nicht gut. Den geht's nicht gut. Peter, gut festhalten, nicht tüdeln da. Nicht dahinter. Ganz ruhig. Also locker, mitgehen, mitgehen. Das hat ihm wehgetan hinten. Hinten links, Peter. Ja, steht noch gar nicht richtig. Komm. Hat er geschissen? Ganz wenig. Aber es ist jetzt rausgegangen. Und außerdem pinkelt er gar nicht. Wir müssen bloß ihm sehen, er ist sehr blass im Maul. Dem geht's wirklich nicht zu gut. Dieses Pferd ist ein besonders harter Fall mit starken Bauchproblemen. Der Besitzer kann sich nicht erklären, woher die Beschwerden kommen. Er vermutet falsches Fressen. Doch Tammo hat eine andere These. Gestürzt, hingefallen ist er aber nicht. Beim Transportieren vom Auto auf dem Lastwagen ist gerutscht. Ist gerutscht. Das ist es. Das ist es. Einen habe ich wieder drin. Die seitlichen. Hier muss man aufpassen. Eine falsche Drehung und das Pferd ist über die Uhr. Fingerspitzengefühl ist gefragt. Um das Pferd zu beruhigen und die Muskulatur zu entspannen, massiert der Ostfriese an speziellen Punkten. Der mongolische Geschäftsmann ist sichtlich angespannt. Er will sein Lieblingspferd auf keinen Fall verlieren. Er hat sich aber eine Zerrung geholt, du. Er hat eine Zerrung im Hals. Hat er denn gesoffen noch? Nein, nicht getrunken. Ja, der muss Wasser haben. Hier hat er das Problem. Ich muss ihn kurz schließen. Führen. Ganz locker führen. So, der Kopf fängt wieder an zu wackeln. Der Kopf geht jetzt wieder so. Ist
So, hier, jetzt geht's wieder. Wenn so einer jetzt Antibiotika, wäre schön, wenn er das kriegen könnte, 2 × 20 Kubik, dann wäre das erledigt. Penicillin. Der müsste eigentlich Penicillin haben. Ne? Dass die Entzündung rausgeht. Die hatte eine Nackenzerrung und hier saß sie fest. So, und da habe ich festgehalten. Und wenn ich jetzt den Nerv festhalte und gebe meine Energie da rein, dann fängt es auf einmal an und springen hoch. Und jetzt kann ich anfassen, siehst du? Und er geht nicht mehr hoch. Dem Pferd tut das unheimlich weh, glaube ich, im Nacken, im Hals. Also der hat richtig Schmerzen. Tam hat das jetzt ja gelöst, aber er muss Penicillin haben, dass sich das, weil da ja auch eine Entzündung drin ist. Und das kriegst du so nicht weg. Der muss, Antibiotika muss er haben, ohne den geht das nicht. Aber er muss trinken dabei. Wenn er jetzt nicht trinkt, kann er nicht pissen und dann hier wird er immer schwächer. Ohne Wasser keine Gesundheit. Wasser spült den Körper und bringt das Blut wieder in Wallung. Gut. Ich trainiere mit den Zinn. Die haben gesagt, er soll ein Abfuhrmittel bekommen. Soll das gegeben werden, fragt er. Nein, ihr müsst euch das anders sagen. Er hat nicht den Darm verstopft. Aha. Der hat nicht den Darm verstopft. Der hat Schmerzen und eindeutig kommt es aus dem Nacken raus. Ich habe so etwas bisher noch nie erlebt. Ich hatte die ganze Zeit die Diagnose, dass das Pferd irgendwas mit dem Bauch hat. Und Tamme hat gleich etwas völlig anderes entdeckt. Mir wäre das nie in den Sinn gekommen, dass die Verdauungsprobleme vom Nacken herkommen. Das Halssyndrom ist eine andere Kiste. Davon heraus resultierte diese Schmerzgeschichte, dass alles gekrümmt war, er mochte den Hals nicht. Dann hat er sich nur so hingestellt, die Augen nicht gekniffen, Luft angehalten. Und die Verdauung beim Pferd geht nur durch Bewegung. Weil er nichts gegessen hatte, deswegen haben die gedacht, es ist mit dem Bauch. Eine akute Nackenzerrung war also der Auslöser für die Verdauungsprobleme. Jetzt gilt es, die Darmaktivitäten anzukurbeln. Wir machen eine Druckpunktmassage für den Darm. Hast du ja auch, wenn die Schmerzen zu lange sind, dass die Pferde dann im Darm verkrampfen. Aber er ist schon so blass. So, lauf noch mal ein bisschen. Komm her. Ein richtiges Stück, so flott es geht. So, wenn wir jetzt hingucken, guckt er, der zieht den Schweif nicht mehr so an. Er fängt an, den Schweif hochzuhalten. Das kann sein, dass er jetzt schon ein bisschen drückt und windlos werden will. Er fängt an, den Schweif hochzuhalten. Seht ihr das? Hier, weiterlaufen. So. Siehst du, das sind die Druckpunkte, die ich ihm massiert habe. Und jetzt kann ich riechen, ob das gut ist. Hast du gesehen, wie schön die Druckpunktmassage hilft? Süß-sauer. Der hat keine Kolik. Warte mal, ich muss ihn sauber wischen. So, es ist, wir haben ihm Wasser gegeben, dass es durch ist. Es ist auf jeden Fall nicht, dass er hat zwar ein bisschen Koliken, aber dadurch, dass ich ihn die Druckpunkten und an der Seite geklopft habe, hat er jetzt geschissen. Wir haben ihn einfach, Dankeschön, wir haben ihn einfach ein bisschen geholfen. Nicht so bescheiden. Tama hat dem Pferd das Leben gerettet. Ohne die Hilfe des Knochenbrechers wäre es gestorben. Wir sehen ja jetzt, dass das Pferd immer lockerer wird. Der Bauchschmerz, der geht weg. Dies hat ihm eine riesige Linderung gebracht. Er sagt, wie er steht, das sieht jetzt besser aus. Er kommt mit dem Kopf noch nicht ganz nach unten hin zum Fressen, weil er halt Schmerzen im Nacken hat. Ne? Und sie müssen ihm ein bisschen Futter nach oben geben, also dass er die Schmerzen nicht so hat. Hier, Kumpel, du musst jetzt für das Pferd Gras pflücken, jeden Tag 1 Hektar.
Er muss das Futter ein bisschen höher haben, dass er wieder Kraft kriegt. Er sagt, okay, ich werde heute ganze Nacht Gras pflücken und ihm geben. Ich bin mir sicher, dass es meinem Pferd bald besser geht. Schließlich hat Tamme es behandelt. Wenn ich das mit einem Wort beschreiben sollte, einfach fantastisch. Ein Wunder. Aufatmen bei den Mongolen. Das Lieblingspferd der Familie ist dem Tod offenbar gerade noch mal von der Schippe gesprungen. Der Verdauungstrakt arbeitet wieder. Für das Pferd geht es also bergauf. Selbstverständlich geht es mir besser. Ich bin sehr glücklich. Damit das Pferd weiter genesen kann, ist Bewegung wichtig. So werden neben der Verdauung auch Kreislauf und Nieren angeregt. Und siehe da, es läuft. Die Blase entkrampft, alles kommt wieder in die Gänge jetzt. Aber er muss laufen. Die Bewegung fällt dem Pferd zwar noch etwas schwer, aber es scheint deutlich auf dem Weg der Besserung zu sein. Mit diesem wunderbaren Erfolg geht für Tamme und Peter die spannende Reise durch die Mongolei zu Ende.